Piergint die Zweite. Das Piergint-Fieber steigt. Gestern waren erstmals alle Beteiligten vor Ort. Björn von Büdow, den ihr aus dem Fernsehen kennt, spricht den Piergint. Mit ihm habe ich mich über seine Rolle unterhalten. Das Interessante ist, im Zusammenspiel mit einem Orchester als Schauspieler zu agieren, ist, dass die Musik, die Emotion, die den Text erfüllt, fast vorgibt. Und man sich nur dranhängen muss. Man muss es nicht selber erzeugen über die Sprache, sondern man muss mit einem gewissen Gefühl den Zustand, den die Musik in einem auslöst, nur annehmen und weitertragen. Mach die Tür auf! Ich will hinaus! Ich bin weder Prinz noch Reich! So schmettert ihn gegen die Berge und die Kleinen sollen ihn in Stücke reißen! Der Peer Gynt jetzt ist schon eine klassische Schauspielmusik. Die beschreibt Vorgänge, wie jemand irgendwo runterläuft, den Hang runtertorkelt, wenn die Trolle kommen, das kann man alles nachvollziehen und in der Sprache lösen wir einander ab und erzählen die Geschichte, die die Musik sagt, mit Worten und Handeln dazu. Es sind richtig reiche Figuren, es sind meine beiden Kollegen Stefan Wilkening und Laura Mehr spielen eine Unzahl von unterschiedlichsten Figuren, von Trollen, Trollkönigen, kleinen Wesen, es wird auch stimmlich sehr verschiedenfarbig werden und da müssen wir versuchen, der Reichheit der Musik eine Entsprechung zu bieten. Ich kann sagen, was ich will und mein Degen kann zustoßen. Hüte dich! Hey! Ho! Er wird dich zermalmen. König Saul hat 100 geschlagen, Peer Gynt 1000. Wer bist du? Wenn du mich retten sollst, Mädchen, dann tu's schnell! Senke nicht den Blick, schleudere ihm das Gesangbuch direkt ins Auge!